Okay. Oh, jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Erkläre ich später. In der letzten Folge haben wir Dingens hier, diese, ich weiß nicht mal, wie der Tunnel hieß, für die Bruderschaft hier so ein Tunnel gereinigt. Und so ein Teil besorgt, was wir abgeben müssen, aber nicht können, weil wir nicht das Polizeirevier betreten können. Ich kann ja um den Kittel gucken. Ja, weil ich so überrascht war jetzt hier. Ich tue immer so 20 Sekunden, nachdem ich die Aufnahme gestartet habe, erst die Aufnahme beginnen, weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde meine Stimme wie ein Chipmunk sich anhören und das wollen wir ja nicht, ne? So, ich wollte mit dir nochmal Doktor reden. Duff, komm Doktor, wieder, ich wenn du wollte jetzt die gerade was anderes sagen. Wellensprungdose hast, dann gibt es eine Belohnung. Okay, ich kann also nicht diese. Ich nehme an, für jede Strahlung muss ich jetzt irgendwie so eine Quest machen. Ich dachte, ich kann jetzt für die anderen auch in der Quest annehmen. Professor So. Scarra. Dr. Duff kümmert sich Gut, wie um ich die dich, Namen immer Doktor. schon kenne, Wende ne? dich an sie. Okay. Dann haben wir hier wieder ein paar Sachen. Ist vielleicht besser, dass wir hier ein paar Missionen annehmen, so kleinere. Sind wir jetzt beschäftigt im Ödland, anstatt nur random durch die Gegend zu laufen. Und dann kriegen wir auch die ganzen Nebenquests weg. Anstatt hier an Quests vorbeizukommen, die immer weitergehen, bis wir irgendwann die komplett abgeschlossen haben. Und das kann wahrscheinlich noch dauern oder wird zu schwer und was weiß ich. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Synth ist. Es sei denn, sie ist wirklich einer. Ist nicht schön, sowas. Meine Mutter ins Sinne, dass oder es ist jemand wirklich ist. anders? Es gibt nur eins, was man im Dugout Als entkaufen Beleidigung sollte, und oder das was? ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist noch nicht Ducknut gestartet. in, okay. Ich habe hier irgendwo so ein Haus gesehen, wofür man einen Schlüssel braucht. Das nehme ich mal an, ist irgendwie so ein Haus wie ein Megaton von Fallout 3, das ich mir irgendwann einverleiben kann. Hoffentlich jedenfalls. Ich möchte mal wissen, wie ich da hinkomme. Augenblick noch, Jeffy. Ich erzähle gerade was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meyerlurk. Ein Meyerlurk? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Oh, ich habe ganz vergessen, dass du da bist, Jefim. Was gibt's? Na, Kerle, was Weißt du gibt's? was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. nein, war nur Spaß. Nur Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Ist das eine Bar, ehrlich? Oh, nee. Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Wir nennen ihn Bobrovs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen hatten. Ich muss passen. Dann komm später noch mal vorbei. Ja, Whisky und so weiter, das brauche ich Hast du die nicht. Zeitung gelesen? Verdammte Synths. Verstecken sich mitten unter uns. Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört. Ich finde das so interessant. Das ist Oder irgendwo, weiß ich nicht. Wackelpuppe oder Zeitschrift oder irgendwie sowas geben. Die Railroad anschließen. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschaften. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Hallo, Railroad du kannst an. Drinks und Essen Wenn entweder ihr bei bereit für mir diesen oder an der nächsten Bar Schritt bestellen. Seid, keine Sorge, wir werden euch finden.
Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier, schau mal. Klar. Oh, du hast Zeugs. Brauche ich aber nichts von. Wenn ich diesen Meisterhändler-Perk habe, dann werde ich aber wie blöd wahrscheinlich einkaufen, weil da habe ich sozusagen das Maximum rausgeholt. Oh, ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Nein. Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Ich muss passen. Dann einen schönen Tag. Eins. Ich habe mich schon immer gewundert, für diese Dinger da sind. Die waren auch im Fallout 3 schon da. Die konnte man aktivieren, aber mehr war da auch nicht. Scheint aber nicht irgendwie was zu geben. Schade. Ja, wissen wir auch, dass es in Diamond City jetzt hier ein Hotel gibt. Aber mit irgendeinem habe ich noch nicht geredet. Wer bist du denn? Du hast einen wunderbaren Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Doktor? Ich bin zwar Arzt, aber ich habe doch ein kleines Laster. Ein schneller Drink nach der Arbeit. Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit erregen. Ah, ja. Hier war doch noch irgendwie einer. Haben sich doch drei Typen gerade unterhalten. Wo ist der dritte? Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City Sicherheit nutzlos ist. Ignoriere sie einfach so wie ich. Miss? Brauchst du neue Kleidung? Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei. Haben tagsüber geöffnet. Warst du schon mal in den Stands? Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge. Ich hör nix, hallo? Warst du schon mal in den Stands? Okay. Merkwürdig. Keine Ahnung, wo der dritte Typ hier ist. Gehen wir wieder raus hier, oder? Ja. Okay. Sag mal, irgendwas hier erledigen, ne? Können ja nicht einfach nur rumgammeln in Diamond City. Wir könnten wir theoretisch schon, ne? Ich kann machen, was ich will in dem Spiel. Hey, Mo. Ich versuche hier gerade meine Freizeit zu genießen. Entschuldigung. Ich will keine Gesellschaft. Verschwinde. Solomon. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Nein. Hier waren noch ein paar Leute, die sonst mal. Ach, wir haben schon spät abends. Da sind sowieso schon alle hier. Am Schlafen, dann gehen wir raus hier. So, wo müssen wir hin, überall? Hier müssen wir hin. Bring eine Bläflingdrüse zu Dr. Duff. Bier. Ja gut. Hui. Das Einzige, wovor ich jetzt Angst habe, ist, dass das Spiel jetzt überall stehen bleiben könnte. Also wenn ich irgendwann in ein Haus reingehe und dann weiß ich nicht, wieder versuche rauszugehen, dann das Spiel stehen bleibt, damit ich auf ewig in das Haus gefangen bin. Das wird mir echt den Tag versauen. Ich mache jetzt mal irgendwie ein paar Nebenquests und so und dann gucke ich nochmal, ob ich da rein kann in der Polizeirevier, und wenn nicht, dann muss ich warten, bis irgendwie ein Patch rauskommt oder irgendwie sowas, weil nicht. Vielleicht muss ich auch einfach nur warten und irgendwann kommt man dann so
wieder, ja. Vielleicht balanciert sich das irgendwie dann wieder. Habe ich irgendwas anderes, was 308er Munition verschießt? Das hier, ja. So. Was geht ab? Gehört, dass sich die Raiderbanden in Concord wie blöd bekriegen. Ja. Kein Schloss ist vor mir sicher. Stimmt, wir können ja jetzt ganz Meisterschlösser knacken. Sollte ich ja auch mal vielleicht machen. Ich habe mir ja mal alle notiert. Muss ich mal gleich reingucken nach der Aufnahme. Das wäre es. Alter. Warum sind jetzt alle Geschütze so stark immer? Hey, warte mal, ich habe eine Idee. Das hier. Ist dich. Ich glaube, ich kann nach jedem Schuss hier irgendwie einmal angreifen. Metallrüstung. Linke Arme. Ja, meine ganzen Sachen haben so Effekte. Das ist ja blöd. Den legendären Raider, den ich irgendwann mal erledigt habe, ich überhaupt bei denen die Kleidung hier so nachgeguckt? Ich glaube nicht, ne? Ja, warte mal. Eine Blähfliege daneben fliegt. Level ab. Das nennt man anständig spielen, du Anfänger. Ich nehme an, da ist die Blähfliege irgendwo. What? Ja, nicht gut. Was zum... Aber diese Schüsse hört man nicht in der Aufnahme. Oh, was zum... Sieht mir schon wieder so viel ab. Wo sind denn da wie blöde? Oh nee. Der macht mich im VRTS kaputt. Was zum... Oh mein Gott. Was ist denn da schon wieder los? Ich wollte gerade einen Quicksave machen. Ich wollte nur einen Gegner erledigen und dann einen Quicksave machen. Verdammter Dreck. Okay, lass mal das. Irgendwo von da lang. Geh mal so rum. Kein Bock hier auf die Raider Action. Was ist das hier? Boom, mach so meinen Raketenwerfer. Da ist aber auch, es gibt keine so richtig einzigartige Waffen mehr, ne? Ich kann alle immer random sein. Das ist, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Was denn hier? Schon erkundet? Sondierungsstelle Polizei von Boston. Herrlich. Moment da. Oh, Splitter. Granaten, die kann ich gebrauchen. Ich habe gar keine.
Jemand hier. Wähle Gegenstände. Alle haben wohl zugenommen. Schon eine Gegenstände. Vermutlich versuchen wir ein paar zu wissen, etwas mehr zu bekommen. Von der Prairie, Dieser Drecksack Sergeant Rice hat mich dabei erwischt, wie ich mich im Lagerhaus umsehen wollte. Also wieder natürlich wieder. Ja, toll, welches habe ich denn jetzt hier? Was soll's? Ich mach ein Holoband hier nicht. Ich hab's ja in meinen Dingen drin, also wenn ich irgendwann alle mal abspielen würde, dann würde ich schon merken, dass ich hier nicht eine Quest verpasst habe oder was weiß ich. So, da will ich rein. Geh weg. Husch, husch. Warte mal, kann ich so da rein? Hol ab. Ich habe vielleicht eine Idee, wie man da reinkommt. So vielleicht. Oh, hier ist eine Tür. Oh, du blöd Viech, ne? Willst du jetzt kämpfen oder nicht? Haut das hier die ganze Zeit ab oder nicht? Ja, so kann ich mehr rausholen, wenn ich mal das mache und dann das. Ach, okay, ich habe vielleicht eine Idee. So, denn sonst da reinkommen. Ach, zum. Nur da rein, verdammt. Also ich will nur da rein, ne? Und was ist jetzt schon wieder, ey? Boah, von der Blähfliege, ehrlich?
Hier sind schon wieder 20 Minuten. Ich habe hier, komme hier überhaupt nicht voran. Ich will ja nur in dieses Kackgebiet rein. Oh. Boah, ich hasse es, wenn ich keinen Fortschritt mache. Ah, vergesst mal das, dann eben gehen wir da hin. Ich werde das schon irgendein andermal hingehen. Gibt's doch nicht. Muss man right over here. Hi. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Hast Glück, dass ich dachte, da werden nur noch 15 fliegen. Dann kommt hier und macht mich mit zwei Schlägen fertig. So. Machen wir erstmal einen Bogen rum. Meine Güte. Also erst kommt hier dieser verdammte Hirsch, der mich die ganze Zeit verfolgt und mich angreifen will. Finde ich ja auch sehr nett. Ist da Handy-Treibstoff? Wenn hier ja, wenn ich Dinge hätte, ne? Ich meine Materialien jetzt alle dabei hätte, dann wäre geil. Eine Powerrüstung. Nicht irgendwo eine Werkstatt. Da kann ich aber bauen. Eine Rüstungswerkbank. Eine normale Werkstatt hier. Zum Bauen. Wenn nicht. Quick Save. Kann ich jeden Schritt hier speichern, wie immer. So. Da ist eine. Na komm du her. Ja, wie schnell die ist. Alter. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier sind wieder voll viele Sachen. Alter, ich war doch gerade da. Alter. Ich, was soll man denn gegen so einen Vergiftungseffekt machen? Boah. Da kommen aber wieder Supermutanten. Nee, so eine Kack-Blähfliege macht mich hier fertig. Boah. Muss ich ja schon mit einem Raketenwerfer auf eine Blähfliege losgehen oder was? Nein, die muss sich natürlich auch wieder weiterentwickeln. Was ist das? Komm her. Alter, bleibst du hier? Ey, haut die ab. Oh, ich krieg die Krieger. Oh. Oh, das ist so kacke, ne?
Alter, wo kommen schon wieder diese ganzen Viecher her? Ich will allein gegen das Viech kämpfen. Alter, bin schon wieder tot, ne? Ist gut. Ist gut. Okay. Fliegen ja mal ein paar Dingens einfach durch hier gegen. Na toll, wo ist jetzt die Blähfliege, ihr Idioten? Ihr habt die jetzt getötet. Nein. So. Sitz. Dann. Okay. Los. Wo ist jetzt? Alter, wo ist jetzt die Blähfliege? Danke. Oh Gott. Oh, voll Level 18 wieder. 19 meine ich. Dreck. Mann, wie geht denn das? Boah, jetzt bin ich schon wieder hier. Was ist das? Oh, weißt du, das ist so eine kleine Fliege, ne? Helft mir. Boah. Das ist so blöd, ne? Wenn ich hier mit einem Schlag bei der tot bin. Voll die blanke Verarschung. Oh, nein. An. Ey. Einmal getroffen und ich bin tot. Das ist so kacke gemacht. Das ist eine Fliege. Eine kleine Fliege. Das sind die einfachsten Gegner. Boah. Aber auch die ist im legendären Zustand hier. Irgendwie. Oh, ey. Wo bist du? Boah. Ernsthaft. Boah, ich. Muss ich dir mal geben. Ich muss ja gegen eine Fliege einen Raketenwerfer benutzen. Das ist. Ah, verpiss dich mal ein bisschen. Ist immer noch am Leben. Was ist das? Oh mein Gott, ey. Eine Blähfliege mit einer Käme vom Molotow-Cocktail fertig gemacht. Sehr cool. Noch speichern. Ja, die Drüse brauche ich noch. Oder?
Können wir direkt, dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge direkt. Ich guck mal, ob ich die Rüstung anziehen kann. Des Märtyrers. Boah. Linkes Bein. Obwohl diese Zeitverlangsamung des Dingens ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich glaube mal an, ne? Oh, dann. Ja. Würde ich sagen, hallo. Hallo, na? Macht ihr mal da, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge bei der Dr. Duff wieder in Diamond City. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.